Ich heiße nicht nur Captain Duck, sondern euch auch herzlich willkommen zu einem neuen Teil Tribe. Ich habe jetzt ein paar Tage lang nicht gespielt, ich habe ein bisschen voraufgenommen, ne? Und am Sonntag gab es kein Video. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Teil. Wenn ihr das hier feiert, dann lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da für den Algorithmus, lasst auch ein Abo da, vergesst die Glocke nicht, ihr kennt den ganzen Spaß. Wenn ihr mich supporten wollt, dann macht das volle Programm. Vielen Dank dafür und ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Damit, let's go. Ich weiß nicht mehr genau, was ich beim letzten Mal machen wollte. Wir gucken mal in die Stammesübersicht rein. Alles pennt, aber es sieht ganz gut aus. Achso, ja, hier die Sammlerhütte, ne? Die müssen wir nochmal, genau, die müssen wir nochmal abreißen und hier näher am Dorf platzieren, weil irgendwie war das Buggy mit dem Dorflager zusammen. Und das müssen wir fixen, sonst können wir die Sammlerhütte nicht nutzen. Das wäre sehr, sehr schade. Ich habe einen neuen Spot nah am Dorf gefunden, bei der Sammlerhütte, die sogar jetzt 45% hat auf gelbes Gras. Das ist mehr, als dass wir das da oben hatten. Und guck mal, wir sind hier direkt am Dorf, ne? Also wir können hier durch diesen Eingang gehen mit den Stoßzähnen oder was weiß ich, was das hier sein soll. Und kommen direkt hier oben zur Sammlerhütte. Die müsste eigentlich komplett gut mit dem Lager zusammenarbeiten, auch mit den anderen Hütten. Und wir haben einfach eine höhere Output-Rate an Game Gas. Nice. Sehr, sehr gut. Oh, mir fehlen große Blätter. Oh, das dürfte jetzt ein Problem werden. Jetzt gucken wir mal ganz kurz in die Übersicht. Die Sammlerhütte im Dorf 1 sammelt Ranken. Sammeln mal große Blätter, bitte. Und, ja. Die müssen halt was liefern jetzt. Ich will, dass da nichts im Lager übrig bleibt. Liefert mal die 5. Die hätte ich gern. Dann können wir die Sammlerhütte hier oben noch fertig bauen. Ja, dann dürfte die funktionieren. Unsere Werkzeugmacherhütte jetzt im Dorf 2 sollte mal Speere herstellen, weil davon haben wir nur noch 2. Ansonsten 4 Messer, 3 Hämmer. Ja, demnächst danach wieder Hämmer. Ja, ich muss jetzt irgendwas anderes machen in der Zeit, wo wir jetzt hier die großen Blätter bekommen. Ich denke, ich gehe mal zu dem Ausrufezeichen. Also, wo wir halt Sprengstoff platzieren müssen. Ich gucke mir das mal an und guck mal, was wir dafür brauchen. Was als Sprengstoff zählt und wie wir und was wir da platzieren sollen. Ach, wir haben hier vorne ja auch noch eine Werkstatt, ne, die ich da in Folge, weiß ich nicht mehr, gebaut habe. Vielleicht, wenn wir die abbauen, kriegen wir wahrscheinlich auch noch große Blätter raus. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir da große Blätter rauskriegen. Bauen wir es mal ab. Ja, 5 große Blätter. Nice. So, da vorne muss jetzt was gesprengt werden. Okay, gucken wir mal. Da geht's zum Nordstamm. Also der Nordstamm ist anscheinend das hier. Okay. Und das hier ist der Südstamm. Also bauen wir potenziell noch 2 Dörfer aus mit den Ressourcen, die wir in den anderen Dörfern farmen. Okay. Alter, hier sieht es ja auch wild aus, ne? Als ob hier ein Tornado durchgefegt ist. Also hier sind Baton und Leder. Reintun. Okay. Naja, ich gehe erstmal wieder zurück. Dann können wir wahrscheinlich die 5 Blätter hier noch verwenden, um die Hütte fertigzustellen. Hier, da müssten auch noch 5 Blätter vom Marktplatz, also im Marktplatz müssten auch noch 5 Blätter drin sein jetzt. Gehen wir hier durch die Mitte. Da bin ich noch gar nicht durchgelaufen. Vielleicht gibt es hier in der Mitte noch irgendwas zu sehen. Aber irgendwie... Nee. Es ist so ein bisschen wahrscheinlich so ein geweihtes Konstrukt irgendwie, das so ein bisschen sagen soll, hier geht's zum Südstamm, hier geht's zum Nordstamm, da geht's da lang, hier geht's hier lang, so ungefähr. Wisst ihr, was ich meine? Für die einzelnen Leute, die auf der Insel leben, damit die hier wie so ein Wegkreuz haben. Muss jetzt wieder so ein bisschen in die Inventarsteuerung reinkommen. Ich habe in den letzten Tagen ein bisschen viel Ark gespielt. Das neue Ark Survival Ascended. Mega krass. Ich habe jetzt auch eine neue Grafikkarte. Deswegen musste ich auch gleich mal probieren. Weil das Ark hat ja immer den Ruf, wenn was Neues rauskommt, braucht man einen NASA-PC dafür. Und ist es auch so.
Aber mit meiner 4970 Ti läuft das ziemlich rund. Und da habe ich ein bisschen arg gespielt und es sieht halt einfach grandios und gut aus. Es fehlen in der Modliste, in dem Modshop gibt es noch, also fehlen noch ein paar Mods, die man sonst so installiert hat, die man noch so ein bisschen vermisst, aber an sich sehr, sehr gutes Game. Mal sehen. Ich habe vor, so ein bisschen jetzt im Dezember das zu streamen auch. Direkt auf Twitch. Also falls ihr auch mal auf Twitch vorbeigucken wollt, lasst gerne ein Follow da. Der Link ist in der Videobeschreibung. Würde mich freuen. So, wir haben die zweite Sammlerhütte fertig. Ich schließe die jetzt gleich mal ins Lager an. So. Und dann haben wir das gleiche Problem wie eben auch. Warum? Warum habe ich das gleiche Problem wie eben auch? Zu viele Hütten zugewiesen. Jeder Arbeiter kann nur 3 Hütten zugeteilt werden. Stelle mehr Arbeiter im Lager an oder baue ein neues. Ach so. Jetzt müsste es wieder laufen. Naja. Ach so, das war doch kein Bug. Sondern einfach, dass ich nicht genug Lagerarbeiter hatte. Aber das ändert jetzt trotzdem nichts an der Tatsache, dass die Hütte, wo ich sie jetzt gebaut habe, viel mehr Sinn macht. A, weil sie mehr gelbes Gras sammeln kann. Und B, weil sie einfach näher am Dorf ist und näher am Lager. Macht das schon Sinn, das ist super. Okay, jetzt arbeitet hier einer drin, der ist nur für gelbes Gras zuständig. Schön. Und wir haben jetzt 3 Arbeiter im Lager. Auch schön. Top. Muss dringend was trinken, sonst verdurste ich. Danach werde ich nochmal gucken, was können wir alles noch am Altar freischalten. Also wir haben noch 2 Punkte auf Hacke. Das ist einmal heiliger Ton. Da können wir ein Ton-Totem herstellen, indem wir 10 Knochentalismane und 10 göttlichen Weihrauch herstellen. So, Segen der Meisterung. Da brauchen wir 20 von jedem Knochentalismane und göttlicher Weihrauch. Und kriegen denn da eine grobe Spitzhacke. Schieferstein können wir denn abbauen. Pilze, Pilzbräu, Steinstatuen. Ja, also dann machen wir das doch mal. Werde ich natürlich alles wieder selber herstellen. Schamanenhütte kommt mir ja nicht ins Haus. Irgendwie ein bisschen Ressourcenverschwendung, finde ich. So, für Knochentalismane brauchen wir natürlich Knochen und Leder. Haben wir das noch im Inventar? Also im Lager? Wir haben 6 Leder und 16 Knochen. Okay. Wie sieht es gerade mit dem Food aus? Sieht okay aus. Also sammelt mal bitte Leder. Und ich guck mal ganz schnell, in meinem Inventar habe ich kein Food mehr. Naja. Zur Not gehe ich selber jagen, aber wir brauchen jetzt erstmal Leder. So, wie viel Knochentalismane können wir jetzt mit unserem Bums machen? 5. Okay. Das ist wenig. Also Knochen bauen wir auf. Ich bin ja schon fast am Überlegen, ob wir noch eine zweite Jägerhütte bauen, die nur Leder und Knochen macht. Wisst ihr, was ich meine? Eine, die nur Food produziert, damit wir halt nie out of Food sind. Und eine, die halt nur Knochen und Leder macht. Da gucken wir mal, ob wir hier noch eine Jägerhütte hinkriegen. Essen und dann Jagdhütte. Ja, stell die mal hier hin. Okay. Aber ich glaube, wir bräuchten noch neue Mitglieder im Stamm. So langsam. Ja, jetzt brauchen wir gelbes Gras. Was wir gerade nicht haben. Aber im Lager müsste jetzt schon was sein. Der Typ müsste schon was gesammelt haben. Aus der Sammlerhütte 2. Ja, guck mal, wir haben 50 gelbes Gras. Easy peasy. Hier fehlen uns noch große Blätter. Ich werde jetzt ein bisschen Ton selber ernten. Weil wir jetzt für die Jägerhütte innen drin noch Ton brauchen. Mal gucken, ob die nächste große Blätterlieferung jetzt schon im Lager ist. Oder beziehungsweise im Marktplatz 3. Ja, okay, das ist okay. So, Bambus-Totem noch rein.
Ah, hier noch eine Kiste. Top. Für wahrscheinlich das direkt das Jägerhüttenlager. Okay, okay. Schließen wir die doch mal ans Dorflager an. Lagerhütte 2. Sehr gut. Du, ja, na, bleib du der, der für Food jagen geht und der andere geht für Lederjagen. Muss nur gucken, wo ziehen wir jetzt welche ab? Ich glaube, von der Holzfällerhütte ziehe ich jetzt erstmal einen ab und stecke den zum Food rein. Wir haben jetzt 22 Arbeiter und 24 Schlafplätze. Okay, also theoretisch könnte ich mir noch 2 holen. Aber ich würde es jetzt erstmal so laufen lassen. Weil ich glaube, jetzt ist das erstmal ganz gut so. Jetzt sind alle Bedürfnisse abgedeckt. Und wir müssten eigentlich nur warten. Ich glaube, ich werde für das Leder und die Knochen auch nochmal selber jagen gehen. Nochmal schön die Waschbären abfarmen. Weil das mir einfach hier zu lange dauert. Das hätten wir viel früher, hätten wir das in Gang setzen sollen. Mit der zweiten Jägerhütte und so. Naja, es ist... Hätte Fahrradkette, aber jetzt brauchen wir auf jeden Fall die Ressourcen. Also werde ich selber nochmal jagen gehen. Kein Problem. Sammle jetzt ein paar Steine, damit ich mir einen Speer bauen kann. Und mit dem Speer gehe ich dann los. Ich brauche zwar noch Ranken. Die können wir nur importieren. Bin auch gerade dabei. Der Import war jetzt bei 50%. Weil wir jetzt ja keine großen Blätter mehr brauchen, nehme ich jetzt die Ranken natürlich mit. Sind ja alles Ressourcen, die wir einfach hier nicht finden. Die wir einfach importieren müssen aus dem anderen Stamm. Naja, aber kriegen wir schon hin. So, Speer ist hergestellt. Die anderen Ressourcen schmeiße ich wieder ins Lager zurück. Und dann geht's den Waschbären an den Kragen. Die kleinen gewaschenen Bären sind jetzt dran. Komm her! Und wieder habe ich das Gefühl, dass man mit einem Speer in der Hand einfach schneller läuft. In dem Spiel. So, einen haben wir schon mal. 2 Knochen, 1 Leder. Top. Ich level auch meinen schönen Jagdskill. Sehr, sehr gut. Da kriegen wir auch wahrscheinlich mehr aus den Tieren raus, wenn wir die jagen. Ich könnte natürlich auch die Adler jagen, aber da kriege ich nur Knochen raus. Da fehlt uns dann das Leder. Bei den Waschbären ist natürlich die, das Verhältnis von Leder zu Knochen fast identisch. So, mal sehen, wie viel Knochentalismane wir jetzt herstellen können mit dem ganzen Bums. So, wir brauchen auf jeden Fall für Knochentalismanherstellung brauchen wir 3 Knochen und 1 Leder. Das heißt, das Verhältnis von Knochen zu Leder ist bei der Talismanherstellung schon ein anderes. Also würde es sich vielleicht auch doch lohnen, mal ein paar Adler zu erlegen, damit wir einfach mehr Knochen haben. Ich habe jetzt auf jeden Fall in den Gebieten hier vorne, um den Marktplatz drumherum, eigentlich alle Waschbären erlegt. Ich habe zumindest keinen mehr gefunden oder gesehen. Also müssten sie alle weg sein. Müsste man jetzt wieder schlafen, um die respawnen zu lassen. Bin am Verdursten, aber diesen Waschbären nehme ich noch mit. Ja, sehr gut. Ja, 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 wir trinken ja schon. Wir gehen ja, ich bin ja schon auf dem Weg dahin. Mein Gott, reg dich ab. So, was können wir jetzt schon mit 15 von jeder Sorte freischalten? Können wir damit schon was freischalten? Das Tontalisman. Den Tontalisman. Oder Tontotem, so rum. Oder brauchen wir nur 10? Okay, okay. Ja, dann machen wir erstmal das. Vielleicht können wir dann Tontotems herstellen und die hier überall einsetzen. Dann sollte es schneller gehen. 75%. Oder? Nee, Steintotem war 75%. Tontotem sind 50%. Ja, gucken wir mal. Da brauchen wir natürlich sehr, sehr viel Ton. Also macht es wahrscheinlich Sinn, erstmal in die Tonhütte so ein Teil reinzusetzen. Weiß auch nicht, was ich mit den ganzen Bambus-Totems dann anfangen soll. Hier haben wir schon Steintotem, ne? Ja, das macht 75% schneller. Göttlicher Sand. Schön. Dann machen wir hier auch mal ein Tontotem rein. 50% schneller. Schön, schön, schön. Ich glaube, ich packe die ganzen Bambus-Totems
mal, ich habe hier eine eigene Truhe in meiner Werkstatt, da packe ich die erstmal rein. Ja. Haben wir noch Hacken? Eine. Eine Hacke haben wir nur. So, was macht denn die Werkzeugmacherhütte? Die macht gerade ein Messer, weil wir out of Messer waren, ne? Wir haben aber auch nur noch eine Hacke. Kann ich nämlich noch ins Lager packen, weil die Hacke in der Tonhütte jetzt langsam zu Neige geht. Und meine hat vielleicht auch nur noch 1% Leben. Weil ich würde jetzt sehr gerne selber Ton und göttlichen Sand farmen. So, jetzt können wir noch ein paar Totem herstellen. Tontotem. 6. Okay. Ich glaube, es macht auch Sinn, dass ich einfach nochmal zurück ins erste Dorf gehe, da nochmal die Eco mir angucke, ein bisschen ausbaue und die alle mit Tontotem versorge. Ich glaube, das macht Sinn. Vielleicht mache ich das jetzt diese Folge noch, beziehungsweise gehe da schon mal hin. Also jetzt müssten alle Produktionshütten bei mir ein Tontotem haben. Sieht gut aus, sieht gut aus. So, ich habe jetzt 7 Tontotem. Und ich würde jetzt einfach mal rüberlaufen zum anderen Tribe, um da nochmal die Eco so ein bisschen anzupassen. Ja. Na gut. Dann sehen wir uns gleich wieder drüben. Also man rennt auch wirklich extrem lange, bis man wieder an der Brücke ist und bis man wieder am anderen Dorf ist. Also ich wünsche mir so ein bisschen so ein Schnellreisesystem. Das wäre vielleicht nice. Gibt's das? Nee, gibt's nicht, ne? Linke Maustaste zum Schnellreisen? Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Das sehe ich jetzt erst. Ja. Lol. Okay, okay, okay. Schön, schön, schön. Und es regnet wieder. Es regnet. Okay, das habe ich nicht gecheckt. Aber gut zu wissen, dass man auch schnell reisen kann. So, fangen wir mal mit der Sammlerhütte an. Du kriegst ein Tontotem. So, das ist die Werkzeugmacherhütte. Bekommt natürlich auch ein Tontotem. Und das ist der Holzfäller, bekommt natürlich auch einen Tontotem. Schön. Boah. Und ich würde vielleicht hier irgendwo noch eine Sammlerhütte bauen. Bambus, Ast, Ranke. Aber vorher bräuchten wir, glaube ich, auch einfach neue Dorfbewohner. Weil sonst geht das nicht auf. Da vorne ist der Speer. Aber irgendwie habe ich das hier vermisst so ein bisschen, diesen Dschungel. So, er hat das Lagerfeuer gesehen und das ist da vorne am Strand. Ja. Aber ich würde sagen, bevor wir die jetzt einsammeln, machen wir auch schon wieder Schluss mit dieser Folge. Hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wenn es euch auch Spaß gemacht hat, vergesst das Abo nicht. Vergiss den Kommentar nicht, vergiss den Like nicht. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video dann. Ich wünsche euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, je nachdem, wenn ihr das Video schaut. Macht's gut und bis dann. Ciao.